Ich wünsche erstmal allen ein frohes neues Jahr und darf mich wie eigentlich jedes Jahr darüber freuen, dass einer der ersten offiziellen Termine des Jahres direkt einer der glücklichsten ist. Weil hier sind ja, wenn ich richtig gezählt habe, so um die 22 Mal Glück versammelt. Wenn man den altgermanischen Mythen glauben darf, bringt ja das Glück. Und damit habe ich jetzt als Oberbürgermeister einfach mal eine Portion Glück für das Jahr 2016 nicht persönlich, sondern für die Stadt gewonnen. Das freut mich sehr. Und insofern freue ich mich, Sie und euch alle hier im Rathaus, im Mercator-Saal, zu einer Traditionsveranstaltung begrüßen zu dürfen. Auch wenn es gerade draußen ein bisschen kalt war, hier drinnen ist es schön warm und es ist deshalb auch schön warm, weil es ja auch gemütlich sein soll. Das ist ja kein steifer, förmlicher Termin, sondern es soll ja ein entspannter Termin sein. Auf der anderen Seite des Raums sind Berliner mit kleinen Schornsteinfeger-Figürchen schon vorbereitet und warten darauf, uns gleich zu erfreuen. Kaffee ist da, Kaltgetränke sind auch da, wenn ich richtig informiert bin von Sinalco. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr wieder hier im Mercator-Saal da seid. Ich hoffe, es geht gut. Ich wünsche uns allen ein schönes, ein frohes, vor allem ein gesundes Jahr 2016. Für die Stadt, für alle, die hier tätig sind, wünsche ich ein glückliches Jahr, ein glückliches Händchen. Und den Schornsteinfegern wünsche ich ebenfalls ein gutes, ein glückliches, ein erfolgreiches und vor allen Dingen ein gesundes Jahr bei ihrem doch umso wichtigeren Job. Über 75.000 Gasheizungen und über 12.000 Ölheizungen in unserer Stadt, wusste ich auch nicht. Aber es ist schon eine stolze Zahl. Ist da eine ganze Menge an Bedarf und eine ganze Menge an pflegerischen Aufwand. Von daher sind wir froh, dass es einen Schornsteinfeger gibt. Und ich bin froh, dass Sie jetzt hier sind. Und insofern bin ich jetzt auch schon fertig. Herzlich willkommen im Rathaus der Stadt Duisburg und auch ein gutes Jahr 2016. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss dazu sagen, nächste Woche bin ich in Düsseldorf, weil ich bin ja zuständig für den gesamten Regierungsbezirk seitens der Schornsteinfeger-Innung. Wir haben ja eine Innung, die nicht für den Stadtbezirk Duisburg allein ist, sondern für den ganzen Regierungsbezirk. Und wir besuchen auch den Kollegen Geisel. Da ist es auch so, ja, wenn ich machen, habe ich im letzten Jahr auch gemacht. Muss dazu aber sagen, in Düsseldorf ist es auch sehr schön. Die Räumlichkeiten sind erstens nicht so schön wie hier und zweitens ist da nur immer der Oberbürgermeister alleine. Ich finde das ganz toll, dass hier auch die Vertreter des Rates und der Fraktionen eingeladen sind. Also nochmal herzlichen Dank für diese besondere Ehre und Wertschätzung. Hast du jetzt nicht begrüßt den Kollegen Behren, das ist der Mann, der für der Stadtverwaltung Duisburg, der auch im letzten Jahr besonders viel zu tun hatte. Wir hatten im vergangenen Jahr in Duisburg ca. 75 Ersatzvornamen. Damit ich kann Nordrhein-Westfalen überblicken und den Regierungsbezirk Düsseldorf, muss man sagen, liegt Duisburg an der Spitze. Das heißt also, 75 Hauseigentümer haben nicht es für nötig gehalten, den Schornsteinfeger, sage ich mal, zu bestellen oder zu beauftragen. 95% aller Duisburger Hauseigentümer nehmen den Schornsteinfeger, den sie traditionsgemäß aus vielen Jahren kennen. Gibt es gar kein Problem. Wir haben aber einige, und ich sage das jetzt bewusst, ich darf das eher sagen, vielleicht als der Oberbürgermeister, einige Immobilienbesitzer, meistens sind das Geldmacher, die kaufen in Duisburg Häuser, die lange leer stehen, öffnen die Türen und nehmen die Häuser in Betrieb. Und das Schlimme ist, die nehmen auch die Heizungen in Betrieb und diese Heizungen sind dann überhaupt nicht gewartet und überprüft. Wir werden in der nächsten Woche mit dem Herrn Behren ein Gespräch bei Netze Duisburg haben, um da eine Lösung zu finden, dass das, was im letzten Jahr passiert ist, wir hatten ja zwei beinahe CO-Todesfälle, dass das nicht mehr passieren kann. Denn bei dem einen Fall war es ganz klar, dass dieses Haus als nicht bewohnt gemeldet war und dann wurde es plötzlich wieder bewohnt und dann werden einfach die alten Heizkessel, der Carsten Thum weiß als Techniker auch, wovon ich spreche, werden einfach wieder in Betrieb genommen. Und Heizkessel, die in der Zeit leer, oder Häuser, die leer standen und die Heizungen nicht gewartet sind, die darf man nicht wieder in Betrieb nehmen. Da muss erstens der Schornsteinfeger kommen und zweitens auch das installierende Sanitärheizung- und Klimagewerbe. Diesen Appell an alle Hauseigentümer, nehmen Sie die Sache ernst, schauen Sie, dass Ihr Schornsteinfeger regelmäßig kommt, denn
Und dann ist der letzte Satz, sagen wir mal, zu dem sachlichen und weniger schönen. Früher war es so, waren wir verantwortlich, jedes Haus abzuarbeiten. Heute muss jeder Hauseigentümer aktiv werden. Aber nochmal, 95% überhaupt kein Problem. Aber jeder, der Politik macht, weiß in Duisburg, wo ich spreche. Wir haben bestimmte, wovon ich spreche, wir haben bestimmte Gebiete, wo das mit den Immobilieneigentümern schwierig ist. Und genau da wollen wir nicht, dass etwas passiert. Denn da leben auch oft große Familien mit vielen Kindern. Und da möchten wir keine Zustände haben in Duisburg, die uns dann so in die Presse bringen, wie heute Köln leider erleben muss mit den Vorkommnissen dieses Semesters. Unseren herzlichen Dank bei der Stadt Duisburg. Der Leiter der Verwaltung ist auch der Oberbürgermeister. Deswegen also bei dir nochmal herzlichen Dank. Wir fühlen uns hier in Duisburg sehr gut aufgehoben. Und die Verwaltung hilft uns an allen Stellen, wo sie es tun muss, hervorragend. Dafür nochmal meinen herzlichen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besuch ohne Geschenk. Diese Figuren haben wir ohne Ende, ist eine andere Hoffnung, als ich im letzten Jahr verschenkt habe. Der Blumenstrauß ist übrigens auch neu. Ja, ganz nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank. Bitte schön.